Feuerschildtrank, Trollharnisch. Nehmen wir alles mit. Elemente vor Alter, das ist ein langer Text. Leider in Daedrischer Sprache, deswegen kann ich da nicht groß was lesen. Das sind also Lieferer von Aschenstatuen. So, so. Also ich muss echt sagen, das mit dem beschworenen Bogen ist echt super. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, diese Bücher. Die trifft man echt alle nächst lang, diese Bücher. So, einmal zaubern. Sagt sie, als ihr Partner da gerade zu Boden ging, tot. Schön. Na, kommst du nicht ran? Na komm. Kenny. War was? Ich hoffe, ich war nicht zu grob zu dir. Ich weiß, Lars. 32, kriege ich das noch mit? Ja, knapp. Beziehungsweise, wir sind schon drüber. Blöd. Ich bin immer noch drüber. Verdammter Mist. Das ist jetzt echt doof, ne? Pass auf, ich leg den, das Schwert nochmal weg. Muss mir merken, das war der rechte Weg. Boah, der rechte Weg wieder. Oh. Ja. Eigentlich könnte ich mal die Rückkehr wirken. Ja, ich wirke auch mal die Rückkehr, genau. Ich wirke mal die Rückkehr. Und dann werde ich auch den ganzen Alchemiekram mal los in Balmora. So, erstmal pennen wir eine Runde. Zack. Damit wir wieder bei voller Kraft sind. Also ich sag mal so, die Dungeon mache ich jetzt noch fertig. Sollten wir in Überzug kommen? Ihr seid hier fast zu einer Legende geworden. Bitte sprecht. Ich bin eine Legende. So. Halt mal, habe ich Spruchrollen bei mir? Ich habe Spruchrollen bei mir. Also muss ich nochmal hoch. Es ist mir eine Ehre, eure Bekanntschaft zu machen. Ja, bla bla bla. Das übliche... Und so weiter und so fort. So, das kommt alles da rein. Was ist das hier eigentlich für ein Ring? Ach so, nichts Wichtiges. Können wir also verkaufen, gut. Leute, müsst ihr mir jetzt... Dankeschön. Immer müssen die mir im Weg stehen. Es ist schlimm. Ja, siehst du. Nochmal Schnellspeicherfunktion. Wir können ja per Schlickschreiter wieder nach Vivek gehen. Das ist ja nicht das Problem. Das ist wirklich das geringste Problem, das wir haben. Oh. Das könnte sein, dass der mich angreifen wird. Deswegen greife ich lieber vorher an. Bevor mein Gegner zum Zuge kommt, komme ich lieber selber zum Zuge. So, der Knallerbse hier kann ich wahrscheinlich nur die Münzen verkaufen. Alter, 72 Münzen. Das ist viel zu viel, das dachte ich mir schon. Was hast du zu 40? Ist auch noch zu viel. Mist. 30? Oder 32? Ach, weißt du was? 800, zack, fertig. So, 24 Stunden warten. Zack. So, ich nehme die restlichen 40. 800 ist mir egal. Weg damit. Danke und tschüss. So. Das waren die Dwemer-Münzen. Sind die auch schon mal weg? So, jetzt gehen wir zu dem Khajiit.
Wo wir einen Ruf von 82 mittlerweile haben. Okay, interessant. Die Alchemie-Sachen nehmen wir uns mal auf. Aber den ganzen Kram hier kannst du haben. Das brauchen wir alles nicht. Gut, nochmal ein bisschen Rabatt rausholen, beziehungsweise ein bisschen Zusatz. Dankeschön. Und jetzt gehen wir zu den Kriegsschmied des Vertrauens und danach zu der Alchemistin. Und dann können wir wieder zur Dungeon gehen. Ich gucke jetzt extra nicht in die Truhe rein, weil es könnte wieder was drin sein. Ich will es nicht haben, ehrlich gesagt. Mit Schlederstiefel. Stahlpfeile, die brauche ich sowieso nicht. Das kann weg. Das, 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 das. Ach, die ganzen Tränke. Ja, die habe ich ja auch noch. Ach, die gebe ich auch der Tante. Die hat sowieso so viel Kohle. Die kann das ab. Da ist nichts drin. Okay. Die hat 3000, also kann die das auch verkraften. Ganz ehrlich. Ups. Da spinnt die Maus gerade ein bisschen rum. Beziehungsweise sie ist mir gerade kurz ein bisschen abgehauen. Ich muss gleich mal gucken, wie unser Ruf überhaupt ist in der Welt. Also er scheint weiter gestiegen zu sein, wenn ich das mal so sehe. ...2062, okay. Na? Na, es wird wohl nicht reichen für den Maximum, aber... wir haben doch ordentlich was verdient bei ihr. Perfekt. Dankeschön! Sehr gut. So. Auf zum Schlickschreiter. Zum weiter voranschreiten. Und auf nach Vivek. 1,2 Millionen haben wir mittlerweile. 1,2 Millionen. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist echt ein heftiger Batzen Kohle. Muss man echt sagen. Festes Wasser. Mitten auf dem Wasser speichere ich erstmal. Auch schön. So, da ist es Telvani, der Telvani-Bezirk. Das ist quasi jetzt der Schnelldurchgang. Wenn man so will. So, die Schlammkrabbe lassen wir Schlammkrabbe sein und schon sind wir wieder da. Sehr schön. Langbogen ausstatten. Also für unsere Gegner wird es ein heftiges Ende. Während es für uns ein schönes Ende wird. Also ich hoffe, dass euch das Let's Play über das Jahr hinweg Spaß gemacht hat, weil das ging ja jetzt wirklich vom 01.01.18 bis zum, ich gehe mal davon aus, dass es dann der 16.12. ist, also 8 Tage vor Weihnachten. Und ich hoffe vor allen Dingen, dass ihr euch gut eingedeckt habt für Weihnachten. Also ich werde jetzt demnächst mal anfangen, mich einzudecken schon mal für meine Freundin zum Weihnachten und zum Jahrestag. Der Jahrestag ist ja dann im neuen Jahr. Unser zweiter dann schon. Und ja. Wie gesagt, ich nehme das noch im September auf. Bevor ihr euch wundert. Also normalerweise denken wir noch gar nicht an Weihnachten. Betonung liegt auf normalerweise. So, das können wir jetzt schon mal mitnehmen. Oh, hier ist Geld drin. Geil. Geld ist immer gut. Oh, hier sind noch mehr Kisten. Nehmen wir mit. Schulterplatte. Ah, geil. Schulterplatte rechts. Sehr schön. Ich freue mich. Hier müssen wir aufpassen, weil das Mondzucker ist eine Droge. Sollten wir nicht mitnehmen. Seiten, wir sind auf Ärger aus. So. Schnellspeicherfunktion. Arm am Bogen heraufbeschwören. Hier ist doch bestimmt irgendwo noch einer von den Typen unterwegs. Oh, schon wieder eine Weggabelung. Ernsthaft? Oh! Okay. Okay.
Da sind wir durch. Okay, gut. Im Ernst? Das war's? Es waren ja nicht mal mehr Gegner hier. Was ist denn das? Ah! Es sind keine Gegner mehr hier. Ihr Envor! Yo. Beim Jupiter haben die es uns aber gezeigt, deine Besiegten! Au! Von oben greifst du an. So, so. So ist das also. Madame greift einfach von oben an. Interessant. Wurfmesser. Und sie hat Dietrich und Sonde des Meisters. Okay. Interessant. Truhe von geringer Qualität. Dann nehmen wir nur das Amulett raus. 100 Draken hat die noch hier. Geil. Nehmen wir mit. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, dass jetzt hier echt noch ein Gegner ist und dass wir echt noch fertig werden mit der Dungeon. Ich habe echt gedacht, die wäre größer. Nö, das war schon. Das war alles. Ja, perfekt. Haben wir die Dungeon auch nochmal abgeschlossen, mal eben so. Super. Sehr geil. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir die so schnell noch abschließen. Boah, hier ist eine komplette Knochenrüstung. Da fehlt nur noch der Helm. Das sehe ich jetzt erst. Läuferfedern nehmen wir auch noch mit. Komm, nimm die Hosen auch noch mit. Dann sind die auch weg. Nehmen wir das auch noch mit. Ja. Was soll man sagen, ne? Außer, wie gesagt, dass euch das Let's Play hoffentlich gefallen hat. So viel können wir ja jetzt nicht mehr machen eigentlich. Großartig. Ja, da sind wir hier durch, tatsächlich. Dann ist die Dungeon fertig. Ich weiß, heftiger Junge. Ja, es ist ja so mal so. Die ist fertig. Und vor allen Dingen, wir haben ganz nebenbei noch unsere dwemische Rüstung fertig gekriegt. Das freut mich sehr. Da war tatsächlich eine Schulterplatte für die rechte Seite. Mystic auf 47. Ja, super. Perfekt. Wunderbar. Sehr schön. Also, wie gesagt, es kann passieren, dass ich nochmal offscreen spiele. Ein bisschen, um mich weiter hochzuleveln. Es kann aber auch sein, dass ich es lasse. Such ihr spezielle Werkzeuge. Die beiden Experten hier wieder. Sind sehr gut. Es wäre nett, wenn ihr mich mal durchlassen würdet. Achso, ich habe ja noch eine Spruchrolle. Zack. Und ich Mädels und Jungs. Ich muss ja auch schon sagen, ich freue mich echt schon auf die DLCs. Vor allen Dingen, da die auch blind für mich sind. Also ich weiß selber nicht, was das Sache ist. Könnt ihr euch bitte mal fortbewegen? Das wäre äußerst reizend von euch beiden. Oder noch besser. Ich wirke einfach die MCV-Intervention. So. Ich verbringe da sowieso die Ewigkeit, also was soll's. Ehe die da fertig sind. Langbogen. Hier hätte ich jetzt nichts mehr, ne? Nee. Irgendjemand fühlt sich beobachtet und spürt es. Okay, auch schön. Handeln. Du hast noch 1080. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Nein, nicht die Schulterplatte. Die bleibt schön bei mir. Die kriegst du nicht, mein Freund. Ja, komm, den Rest schlag mir oben drauf. So, zack, 1080, perfekt. Die Truhe ist leer weiterhin. Gut, dann gehen wir nochmal zu ihm hier. Nein, nicht überzeugen. So, die kriegt er nicht. 691. Perfekt, dankeschön. So, jetzt gehen wir nochmal zu den Khajiit. Das kennt ihr ja alle schon.
Und ja, ich muss einfach immer wieder sagen, dieses Spiel erweckt immer wieder richtig Lust. Also ich habe immer wieder Bock, das Spiel zu spielen. Ihr merkt es ja auch vielleicht, dass ich hier wirklich mit purer Freude dabei war. Gut, manchmal bin ich auch ein bisschen ausgerastet. Und es gab oft technische Probleme. Das stimmt. Das gebe ich auch offen zu. Das ist auch kein Thema, das zuzugeben. Und ich freue mich, dass ihr euch das so gerne angeschaut habt, das Let's Play davon. Wie gesagt, es hat auch wirklich großen Spaß gemacht, es zu machen. Und es war auch für mich mal was ganz Besonderes, mal Morrowind als Let's Play zu bringen. Und ja, ich bin gespannt, was uns bei den DLCs erwartet, wie gesagt. Ich bin vor allen Dingen auch gespannt, was uns dann, ja, wie gesagt, bei Tribunal und bei Blood Moon erwartet. Und auch später dann in den nachfolgenden The Elder Scrolls Teilen, die ja auch kommen werden. Und ja, es könnte auch genauso gut sein, dass ich Banished war ja auch damals auf dem zweiten Platz als Nebenprojekt. Es kann auch genauso gut sein, dass ich das vielleicht sogar als Hauptprojekt bringe. Das kann auch passieren. Versprechen will ich es nicht, aber es kann passieren. So. Verkaufen wir hier das Zeug nochmal. Zack. Kommen wir auf Maximum. Perfekt. Wunderbar. Sind wir das auch losgeworden? Gut, die Schulterplatte ist noch übrig und die Seelensteine. Und dann haben wir das eigentlich auch. Dabei haben wir dann immer noch ein bisschen Zeit. Tatsächlich. Das ist ja unglaublich, dass wir immer noch ein bisschen Zeit haben dann. Au. Tag 702. Kann man sich gar nicht vorstellen. Also wir sind damals in Caedonin angefangen. Mit nichts weiter als die Kleidung, die wir an uns hatten. Wir hatten ja gar nichts. Ne, wenn ich mal bedenke, wie viel sich da jetzt im Laufe der Zeit angesammelt hat. Wahnsinn. Man wird jetzt glatt richtig nostalgisch gerade. Stufe 55. Wir haben mit Stufe 1 angefangen. Freunde. Stufe 1. Und da haben wir uns in der Zeit, der langen Zeit, in dem einen Jahr, haben wir uns auf Stufe 55 hochgearbeitet. Das ist echt bemerkenswert. Ist das nicht die Khajiit mit der Pfeife? Mit der kann ich aber nicht großartig sprechen. Okay. Einen sonnigen Tag. Gut, dann werde ich nochmal ein bisschen hier... Ich schaue mich nochmal ein bisschen bei Mora um, bevor wir tatsächlich in unsere Festung gehen und ich das Let's Play beenden werde. Vielleicht nochmal hier ein bisschen Bewunderung aussprechen für die Leute hier. Zack. Vielleicht steigt dadurch nochmal die Redegewandtheit ein bisschen. Man weiß es hier nicht. Ja, der ist schon auf 94. Da kommen wir gar nicht erst rein. Schade. Wer bist du denn? Ach, du bist ein Hoch... Oh. Ihr habt nicht das Glück, zu den Unsrigen zu gehören, Viper. Aha. Wer bist du denn? Tu mal dies, mal das. Alles klar, das klingt nach Diebesgilde. Das klingt wirklich nach Diebesgilde. Gut, das ist also ein Anhänger der Diebesgilde. Interessant. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe immer eigentlich, wenn ich Morrowind gespielt habe, wenn ich neu angefangen habe, ich habe immer für die Lalu gespielt bisher. Es wäre wahrscheinlich mal eine neue Erfahrung, mal für eine andere Fraktion zu spielen. Gerade so für die Tel'vanni oder für die Redoraner. 9 Cs. War auf den nicht mal ein Kopfgeld ausgesetzt? Nee, der ist da. Ah, ein Skillbuch. Haben wir zum Schluss nochmal ein Skillbuch. Das können wir zwar nicht mitnehmen, aber ihr könnt es nochmal euch durchlesen. Athletik hätte das gesteigert, aber die ist ja schon auf 100. Habt ihr nochmal zum Schluss der Aufnahme, zum Schluss des Let's Plays nochmal was zum Lesen? 30 Seiten zum Abschluss. Moment, du bist eine Klinge? Tatsächlich. Das ist eine Klinge. Was sage ich dazu? Aber nur für Klingen. Ja, ich bin ja eine Klinge. Gerüchte, Küche, passiert eh nichts mehr. 90. Ja, ich bin 90. Caius Cosades. Dass er in die Stadt zurückgegangen ist, ja. Gut. Also ich habe auch nichts weiter herausgefunden, was die Klingen oder so angeht. Ob man da irgendwie noch weiter aufsteigen kann oder ob man einfach da stehen bleibt. Ich weiß es nicht. Können wir hier oben reingucken? Können wir tatsächlich.
Okay, es bringt uns aber nicht viel. Gut, das ist quasi einfach nochmal eine Besichtigung. Ihr befindet euch in guter Gesellschaft. Ist das so? Du bist eine Klinge, kann das sein? Ja. Bürde, große Bürde der Schuld, vernichtende Bürde der Last. Sprung. Veränderung. Also der hat ja ordentlich Veränderungen, sehe ich gerade. Nehmen wir nochmal mit hier. Zack. Mitgenommen. Wunderbar. Was bietest du für Ausbildung an? Mystik, Verzauberung, Wiederherstellung. Aha. Das ist also ein magischer Lehrmeister. Interessant. So, dann steige ich bei ihr nochmal die Bewunderung. Oder auch nicht. So, auf 90. Da kommen wir nicht rein. Hier hat uns der Zombie damals andauernd geärgert. Das weiß ich auch noch. Den es ja inzwischen schon längst nicht mehr gibt. Seit Part 156. Ich weiß jetzt auch tatsächlich mal, wo sie endlich ihre Basis hatten. Die haben wir ja ausgehoben. Ich heiße mittlerweile. Euch herzlich willkommen. Antworten du suchst? Ich suche immer nach Antworten. Ja, wie gesagt, wir schauen uns hier nochmal ein bisschen in Balmora um. Reden nochmal ein bisschen mit den Leuten. Die Tür ist verschlossen. Ist auch interessant, wie viele Türen hier einfach mal verschlossen sind. Flinkfinger Eddis. Das klingt nach Taschendieb. Was? Im Haus Telvanni war ich der aufgehende Stern, bis die Tattergreise Drata und Gotrin meiner Laufbahn ein Ende setzten. Aha, du bist also ein Telvanni, okay. Interessant. Wie ich sehe, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass ein ehemaliger Telvanni hier lebt. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ja, du gehörtest dem sechsten Aussahn und bist jetzt überglücklich, dass du da raus bist. Den haben wir ja damals geholfen. Ich sehe, gefällt euch dieses Land. Ja, ich mag das Land. Das Land ist echt cool. So, wer bist du? Gescheitert. Was? Gescheitert? Gibt's doch nicht. Ich mach mich erstmal beliebt. Ja, wir haben ja auch viele Gilden abgeschlossen. Also wir haben nicht alle geschafft, aber wir haben viele Gilden abgeschlossen. Wir haben den Tempel geschafft. Wir haben den kaiserlichen Kult geschafft. Das Fürstenhaus Lalo hat ja damals bei uns den Anfang gemacht. Auch das haben wir geschafft. Die Kriegergilde ist fertig. Die Morak-Tong sind fertig seit dieser Session. Wie das mit den Aschländern ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Genauso auch mit den Klingen. Keine Ahnung. Und die kaiserliche Legion ist auch fertig. Also die Magiergilde würde uns noch fehlen, sowie die Diebesgilde. Aber die Diebesgilde habe ich ja schon vorneweg gesagt, dass wir die nicht machen werden. Und wir haben einen Ruf von FOMO 90. Wahnsinn. So bekannt sind wir in der Welt. Mir war fast, als würde ich euch kennen. Mirel Lano. Üble Nachrede. Aha. Üble Nachrede. Was ist denn das für eine Quest? Gut, gut. Ich ziehe die Behauptung zurück, dass ich über Haus Ledoran gemacht habe. Zufrieden? Seine Behauptung zurückzuziehen, hä? Was? Ich heiße euch herzlich willkommen. Ausbildung. Axt, Kurzwaffe, leichte Rüstung. Gut, die sind alle auf 100. Kostet aber trotzdem nur 680. Das ist echt wenig. Das ist echt wenig. Zimmerschlüssel, Zimmertür. Ich habe jetzt gerade unbewusste Quest anscheinend erfüllt. Ich weiß zwar nicht, was für eine, aber ist okay. Ich passt schon. Ich weiß jetzt gar nicht, von welchen Questgeber die überhaupt hatte. Ach, guck mal, hier gibt es sogar... Die habe ich nie sonderlich beachtet, die Buchhändlerin hier. Die haben wir nicht einmal besucht. Hätte die dann irgendein spezielles Buch gehabt für uns? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, anscheinend nicht. Die habe ich aber vorher nie sonderlich beachtet, ehrlich gesagt. Was ich für euch tun kann? Interessant, Buchhändlerin. Hm. Okay. So, den kennen wir ja. Können wir hier oben eigentlich rein? Tatsächlich. Ja, wollen wir aber nicht. Was ist hier los? Da sehe ich eine Lalu-Wache. Wir bewahren das kaiserliche Gesetz, bla bla. Das kennen wir alle schon. Da ist noch eine Wache.
Ach, du bist der Heini. Okay. Ich schaue mich, wie gesagt, jetzt nur noch mal ein bisschen um zum Abschluss des Let's Plays. Also wundert euch bitte nicht. Das war klar. Ich verstehe sowieso nicht, warum die Tür in die dieses Rathaus hier zwei Türen hat. Genau, Beförderung. Ja, ihr seid doch schon auf maximalem Level. Was wollt ihr denn noch? Oh! Alter, wie viele Zauber es hier noch gibt, ne? Ach komm, ich nehme die alle mit. Zack, ist das auch weg. Ich hätte echt gedacht, ich hätte alle Zauber in Balmora weggekauft. Anscheinend ja nicht. So, Ausbildung. Naja. Ausbildung, liebe Kinder, ist sehr wichtig. Ne, nicht vergessen. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ja, eure Festung ist fertig. Genau, meine Festung ist tatsächlich fertig. Das stimmt. Und nicht nur die Festung ist fertig, sondern dieses Let's Play auch gleich. Was bietest du denn für Ausbildung an? Schütze. Ach, guck an. Der bietet Schützenausbildung an. Interessant. Gut, jetzt nicht, dass ich die nötig hätte, aber... Hätte ich das vorher gewusst, wäre das ganz gut gewesen, die in Anspruch zu nehmen. Oh, okay. Brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Was handelst du denn? Ach so. Was bietest du für Ausbildung an? Wortgewandtheit. Falschen Athletik. Ja gut, Athletik ist ja bei uns durch. Da ist jemand hinter der Tür. Huch. Mönch und Vertraute derer, den man oft Fürstenhaus Lalu nennt. Du bist eine Bretone, kann das sein? Ja. Nun, ich scheine in angenehmer Gesellschaft zu sein. Ja, du bist eine Bretone. Alles klar. Gut. Habe ich jetzt eigentlich noch irgendwas bei mir? Ja, die Schulterplatte habe ich noch bei mir. Mensch, dann machen wir uns doch mal ohne zu sprengen. Ja, so viel mal dazu. Wir machen uns aber jetzt mal langsam auf den Weg zurück zur Festung. Wie gesagt, ohne zu sprengen. Also mir hat das Let's Play auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wie gesagt, auch die Musik wahnsinnig cool. Es hat auch viele Erinnerungen geweckt. Auch viele Bereiche haben Erinnerungen geweckt. Und ja, auch anscheinend bei manchen Zuschauern von euch. Und das freut mich sehr tatsächlich. Und es hat, wie gesagt, viele, viele Erinnerungen geweckt. Und vor allen Dingen, was wir auch heute tatsächlich erfahren haben, ich weiß jetzt endlich, wie die Mutter der Nacht heißt. Damals wusste ich das nicht, jetzt weiß ich tatsächlich, wie sie heißt. Ich habe es bis dato wahrscheinlich längst wieder vergessen, aber ist ja auch egal. Wir wissen auf jeden Fall jetzt, wie sie heißt. Das ist für nachfolgende Teile eher nicht ganz unwichtig. Das zumindest mal zu wissen. Wir haben sogar einen eigenen magischen Gegenstand uns erschaffen. Gut, wenn auch offscreen, aber ich habe es gemacht mal. So, was ist mit dir eigentlich? Ja, Banditen schützen. Hier sind keine Banditen. Das ist das Ding. Haltet hier Wache. Maros Gümmein, der Anführer jener Banditen, ist tot. Ja, eben. Eigentlich steht er jetzt nur noch aus Spaß da. Aus keinem anderen Grund. Gut, die Häuser haben wir uns ja hier schon angeguckt. So, die beiden Spinner sind hier noch. Da ist die Rüstung. Und wir vervollständigen jetzt quasi... Scheiße. Ich wollte jetzt eigentlich gerade sagen, als zeremoniellen Abschluss dieses Let's Plays vervollständigen wir jetzt die Rüstung der Dwemer. Das machen wir auch. So, dann lege ich einfach den Schild da oben hin. Fertig ist. Gut. Wir haben dann somit fast... Gemerkt, fast die zweite, die letzte halbe Stunde dieses Let's Plays voll. Gesundheit. Und, ja. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Es hat euch großen Spaß gemacht, hoffe ich jedenfalls. Und, gut, repariert werden muss nichts. Wie gesagt, ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr durchgehalten habt, vor allen Dingen hierhin. Das ist keine Selbstverständlichkeit, weil, wie gesagt, es sind 200 Parts. Mal eben so, wo wir viel erlebt haben, wie gesagt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder bei Tribunal. Das kommt als nächstes. Und danach wahrscheinlich irgendwann dann Blood Moon. Das wird sich dann zeigen. Das sind die beiden DLCs. Und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Frohe Weihnachten an dieser Stelle. Und auch wenn ihr Morrowind, wahrscheinlich nur, wenn ihr nur Morrowind bei mir guckt und nichts anderes. An dieser Stelle schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Guck mal, wir kriegen noch mal einen kleinen Blick auf unseren Charakter hier. Mir tut gerade ein bisschen der Hintern weh. Ich
irgendwas ist jetzt ganz wichtig für euch. Ja, und wir sehen uns dann am 1.1.2019 dann wieder, wenn es dann mit Tribunal losgeht. Dann sehen wir uns dann wieder mit dem guten Viper alias Nereva, Fürst Induril Nereva. Ganz, ganz wichtig. Und ja, wir sehen uns dann. Das war's, wie gesagt, mit Morrowind und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann immer ihr es gucken werdet. Und ich sage nun, euer Viper-Fan sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir auch weiterhin gewogen, auch im Jahr 2019. Bis dahin, tschüss.